Ja, hallo Freunde der gepflegten Panzerunterhaltung. Ich bin's wieder, euer Alcaramba, und heute haben wir mal wieder unser wöchentliches Replay of the Week. Und dabei habe ich mir hier ein Replay rausgesucht, und zwar von dem WZ 132, dem 8er hier mit Tier 9er, 8er, 7er Gefecht. Karte ist Prokhorovka. Das ist natürlich jetzt nicht die allerschlechteste Karte für den, das muss man klar sagen, wie es ist. Und daher sind wir jetzt mal gespannt, was er da so reißen können wird. Mit seinem Light an dieser Stelle. Und los geht die wilde Fahrt. Er hat auch schon 3 Gunmarks drauf. Das heißt, er sollte wissen, was er damit anstellen kann und auch muss. So, jetzt wird hier erstmal ein bisschen ausgewichen. So, keine Ahnung, wie er jetzt... Alter, was ist denn das für ein geiler Move? Okay, noch nie gesehen, dass man da so drüber kommt. Aber da sieht man vielleicht schon sogar, ja, der weiß, wie man da fährt. War wohl bestimmt nicht das erste Mal. Aber hat super geil ausgesehen. Hat mir gut gefallen. Naja, nichtsdestotrotz, er will den Hügel spotten. Und da ist er auf dem schnellsten Weg natürlich. Und hier jetzt macht er da den IS auf, beziehungsweise den Rheinmetall hat er aufgeklärt. So, direkt den ersten Treffer. Aber der Rheinmetall, der sieht ihn nicht. Dementsprechend kann er da vielleicht noch einen zweiten hinsetzen. Hat nicht schlecht ausgesehen. So, und jetzt macht er da die Mitte auf. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus, was er da macht. So, und jetzt mal schauen, was hier da noch alles so machbar ist. Natürlich die perfekte Position zum Snipen. Gerade weil er sich halt einfach seine Leute oder seine Ziele selbst aufdecken kann. Ohne, dass er dabei aufgeht. So soll es halt sein und so macht es halt am meisten Spaß, muss man ganz ehrlich sagen. So, den Hügel, da soll er jetzt auch mal gucken und das macht er auch sofort. Er schaut mal hoch, ob er da was findet, aber da ist erstmal nichts. Da scheint es doch ganz schön ruhig zu sein. So, und jetzt den Type da in der Mitte. Sehr schön macht er seinen ersten Kill und nimmt dabei auch den Type 61 raus. Nicht ganz unwichtig, einen der Top-Tier-Panzer des Gegners rauszunehmen. So, der T25-2, aber hier oben ist keiner. Das ist natürlich ideal. Da kann er jetzt schalten und walten, wie ihm lieb ist. Und kann dann natürlich jetzt die Mitte behaken. Und der geht halt nicht mal auf. Das ist schon wahnsinnig gut. Oh, sehr schön hier. Auch der Schuss durch die Gleise und den Waggon dazwischen geschossen. Und auch noch da getroffen. Also, hier gefühlt gelingt gerade alles und läuft gerade alles perfekt für ihn. So, der IS. Ganz schwer zu treffen. Aber selbst der funktioniert. Das ist ja ungeheuerlich, was er hier reinbekommt. Jeder Schuss ein Treffer. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, der kann gar nicht daneben schießen, gefühlt gerade. So, und jetzt hier der Panther. Der geht da vorne direkt aufs Laufrad drauf, um den da zu ketten. Aber das hat nicht geklappt. Aber, naja, dann macht den halt einfach... Oh, doch nicht weg. Ich dachte mir, der muss jetzt der Kill sein, aber nee. Da hat er nochmal den Nachschuss nötig. Und der klappt aber dann. Damit steht es jetzt 5 zu 6. Und er hat schon 2300 Damage gemacht. 667
unterstützt. Und jetzt hier die Mitte, die er wieder aufmacht. Den Revalorisé leider jetzt nicht getroffen. Aber hier kann er jetzt den Jungs in den Hintern schießen. So, der Löwen definitiv. Der wird ihn nicht aufmachen. Und den kann er jetzt richtig schön farmen, wie so eine Pinata. So, und mit dem nächsten macht er den auch schon weg. Passt perfekt. Und da ist natürlich noch ein absolutes Schwergewicht in dieser Runde, der T-95. Aber jetzt spottet er erstmal hier die andere Seite, da den IS. Da hat man schön gesehen, wie er gewackelt hat. Hat er sich wahrscheinlich geärgert, dass der nicht gesessen hat, beziehungsweise keinen Damage gemacht hat. Auch der T-95, selbst seitlich ist das Ding einfach ein Monster. Deswegen wartet er jetzt erstmal auf den T-25-2. Sehr schön. Kurz gewartet, dann ist er zugegangen und dann dachte sich, ja, der Fahrtweg muss passen, schießt und da hat er den dann rausgenommen. So, 8:8, T95 fährt jetzt da in den Cap. Und auch jetzt den Revalorisé endlich rausnehmen können. Und jetzt ist das erste Mal offen, muss also ein bisschen aufpassen. Der IS schaut in seine Richtung, aber selbst den Schuss bringt er noch ins Ziel und kann immer noch wegfahren. Arti beim Gegner noch vorhanden. Jetzt will der LTTB ihn da holen, aber der LTTB Low Life oder zumindest nur mit mittleren Hitpoints hat, da wird er keine Chance haben. Sehr schön. Nochmal jetzt den Aufklärungsschaden auf den ES. Da seitlich leider jetzt kein Durchschlag. Er bleibt jetzt hier einfach ein bisschen versteckt. So, und da kommt jetzt der LTTB rum, aber man sieht auch, den vorherigen Schuss hat er setzen können. So, der kommt jetzt hier rum. Auto-Aim, aber da vergeigt er den. Da war Auto-Aim jetzt vielleicht nicht die allerbeste Option. So, jetzt circelt ihn der LTTB. Aber jetzt im Auto-Aim hat er schön die Wanne mitgedreht. Das war ganz wichtig, weil der Turm alleine hätte nicht ausgereicht. Und mit Auto-Aim hat er den dann rausnehmen können. Wie gesagt, Arti noch am Start. Da immer Obacht. Und der ES wird auch gleich auftauchen. So, da kommt jetzt der Pershing. Leider nicht geklappt. So. Und da hat er gesessen. Da hat er schon auf HE geladen gehabt. Also vorgewählt. Nächste hätte HE werden sollen. Aber dachte sich dann, okay, scheißegal. So, und jetzt wird er sich wohl dem IS gönnen, schätze ich mal. Und danach gibt es den T95 dann an den Kragen. So, da ist der IS. Der erste war noch nichts. IS verschießt. Schön ausgetrickst, mit der Handbremse gearbeitet und dann jetzt seitlich dran. Und natürlich mit Premium, da ist der erst seitlich gar kein Problem. Selbst die HE hätte das da wohl gemacht. So, der T95 schaut da nur auf ihn. Das weiß er natürlich auch, deswegen bleibt jetzt erstmal hier in Ruhe stehen, bis der T95 seitlich so steht, dass er ihn jetzt beschießen kann. Aber er macht jetzt nicht den Fehler, da jetzt drauf zu fahren, wie so ein Berserker, sondern er denkt sich, Junge, dann ziel halt auf mich. Das macht dann mein Team schon. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und genau so ist es. Ein bisschen als auf die Su aufpassen. Ja, hat er auch noch einen Blick für die Su. So, der T95 ist wieder offen. Er bleibt hier hinter dem Haus natürlich stehen. Er ist ja nicht dumm. Lässt sich da jetzt nicht wegmachen davon. Arti verschießt. Und jetzt ist der T95 da raus und jetzt gibt es nur noch die Arti. Und ich denke mal, die wird er sich gönnen. Nach mittlerer Weile 8 Kills und der Radley Walters kriegt da zwar keine Pools mehr hin, aber ist egal, denn die Runde war allererste Sahne. So, und jetzt hier die Arti, die will da noch wegfahren. Oh, da setzt er den leicht davor, weil er da ein bisschen den Fahrtweg anders erwartet hatte. So, jetzt aber der erste sitzt und da ist das Thema auch schon durch, dank HE. Ja, was soll man sagen? War eine richtig geile Runde mit 9 Kills. Kann man einfach nur sagen, für mich ein absolut verdientes Triple of the Week. Nicht umsonst 2099 Baserfahrung. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.